Hallöchen meine lieben Balkongärtner, ich bin's wieder, euer Christian hier vom Balkonien und wie ihr sehen könnt, heute regnet es mal wieder. Also wir hatten wirklich einen sehr, sehr verregneten April und Mai und darum dreht sich heute auch alles um meine Tomatenpflanzen. Hier gleich im Bild seht ihr auch schon zwei Exemplare hier auf meinem Balkon. Und das sind zwei Tomatenpflanzen, die ich überhaupt nicht gedüngt habe. Und die lasse ich dieses Jahr auch doppeltriebig wachsen. Also die habe ich nicht ausgegeizt. Das sieht man hier auch. Zwei Triebe gehen nach oben. Das werde ich dieses Jahr mal ausprobieren. Schauen wir mal, ob da jetzt mehr Tomaten dran wachsen und dafür halt eher kleinere. Wie sich das halt so entwickelt, das möchte ich einfach mal schauen. Einfach mal, ja, um zu vergleichen, ohne ausgeizen und mit ausgeizen. So, mein Lieben, aber eigentlich geht es in diesem Video um was ganz anderes. Es geht um die Tomatenkrankheiten und um den Pilzbefall. Und schaut euch mal diese Pflanzen an. Das sind wirklich Pflanzen, die sind komplett gesund. Schöne, dunkelgrüne Blätter. Kein einziges Anzeichen für einen Pilz oder für die braunen Krautfäule. Gar nichts. Also ein Balkon hat wirklich einen sehr, sehr großen Vorteil, denn ich muss euch sagen, in meinem Selbstversorgergarten und nicht nur bei mir, bei allen Nachbarn, ja, wir haben extreme Probleme mit der braunen Krautfäule. Schwarze Blätter hier mit schwarzen Punkten, die Blüten sind abgefault, also dieser Pilz hat richtig gewuchert bei uns im Garten und leider Gottes, ja, sind jetzt einige Pflanzen kaputt gegangen und ich muss neue nachpflanzen, aber ich gebe nicht auf. Ich pflanze so lange nach, bis ich genügend gesunde Pflanzen habe. Ihr seht auch schon hier meine Nachzucht, die ich selbst gemacht habe, eben für diese Fälle, weil ich schon erahnt habe, dass es so kommen könnte, habe ich natürlich vorgesorgt. Das sind übrigens hier die Sorte Zuckertraube, ausgesät am 14. April. Und die kommen dann auch nach und nach in meinen Garten. Doch jetzt gehen wir nochmal zu meinen anderen Tomaten hier, Tomatenpflanzen. Und jetzt schaut euch mal diese zwei Exemplare an. Das sind die mit dem Düngerexperiment. Und das sind genau die gleichen Pflanzen, genau gleiches Alter, die ich euch gerade gezeigt habe. Aber mit Dünger, schaut mal her, was das für ein Unterschied ist. Wie viele Blätter da dran sind und ja, wie groß die, die sind eigentlich schon viel, viel größer. Und natürlich total gesund, hier ist nichts dran, nicht mal ganz unten, weil normalerweise kommt ja als erstes der Pilz immer hier von unten, von den untersten Blättern. Und da auch mein Tipp, da solltet ihr bei schönem Wetter wirklich gleich die unteren Blätter hier abmachen, dass da auch bloß nichts dran kommt, wenn jetzt vielleicht hier so Erde dran spritzt beim Gießen oder auch sonst. Einfach damit der Pilz einfach keine Chance hat, von unten sich nach oben auszubreiten. Das ist auch so ein weiter Tipp von mir. Also bei schönem Wetter, wenn es heiß ist, die abmachen, damit die, ja, die Wunden hier schneller zuheilen und auch kein Pilz reinkommen kann. Jedenfalls schaut euch mal hier meine Tomatenpracht an. Dort hinten auch nochmal drei Pflanzen und hier drinnen auch nochmal zwei. Und hier sogar schon die ersten kleinen Tomaten. Hier. Einfach super genial. Also ich kann euch sagen, Tomaten auf dem Balkon pflanzen hat wirklich so, so viele Vorteile. Und ja, deshalb bin ich auch heilfroh, dass ich hier trotzdem noch dieses Jahr die Tomaten hier gepflanzt habe. Wollte ich eigentlich nicht machen, aber ich habe es trotzdem gemacht. Und jetzt bin ich wirklich froh, dass es so ist, weil solche schönen Tomatenpflanzen, gesunde Tomatenpflanzen, kriegt man eben im Freiland einfach nicht hin. Wahrscheinlich auch nicht im Gewächshaus, weil im Gewächshaus ist dann doch auch manchmal, ja, manchmal ein Problem mit der Feuchtigkeit, wenn es dann warm wird und ja, einmal warm, einmal kalt. Aber hier ist es einfach wirklich super toll. Alles geschützt. Ja, ich bin total begeistert und ich wünsche euch auch viel Erfolg bei euren Tomatenpflanzen. Ja, das war jetzt auch schon mein kurzes Video und wir sehen uns bald wieder. Euer Balkongärtner Christian. Ciao.